So, mal schauen, ob es richtig aufnimmt. Das ist nämlich hier die Sache mit den Synchronizitäten. Es ist immer wieder die Tiefe, die einfachsten Aufsagen von mir, wo sich das Normale, der Zweite so dagegen wehrt, dass man diese unendliche Harmonie der Sprache versteht. Und es ist nur für den, der sich jetzt die Ariane und den Udo ausdenkt. Für den Geist, der sich auch, wenn er an sich selber denkt, ist er jetzt praktisch der, der sich das Video anschaut. Das ist eine Aussage, die ist hundertprozentig sicher, ob die jetzt stimmt oder nicht stimmt. Die Frage stellt sich überhaupt nicht. Das sage ich immer wieder. Wenn man die wesentlichen Aussagen von Holofeeling verstanden hat, da stellt sich eigentlich nicht die Frage, ob das stimmt oder nicht, weil ich eigentlich nur beschreibe, was jetzt ist. Das heißt, den, den ich jetzt anspreche, der glaubt, ein Mensch zu sein, der sich jetzt eine Aufnahme anhört. Aber meine Botschaft richtet sich nie an irgendwas Ausgedachtes. Also auch nicht an den, den wir uns jetzt ausdenken, der sich diese Aufnahme anhört. Sondern die Botschaft richtet sich an den, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt, das zwangsläufig aus den zwei Pixelmännchen besteht. Plus dieser in Anführungszeichen sinnlich wahrgenommenen realen Person, die jetzt sich diese Aufnahme anhört, die aber auch was Ausgedachtes ist. Das ist jetzt die Beschreibung von dem, was jetzt da ist, was du Geist jetzt erlebst. Und das Ganze ist eine Matrix. Wenn die mal die Matrix verlassen wollen, da beginnt der große Blödsinn schon. Ich muss das wissen, was die Matrix ist. Die Matrix ist eine Gebärmutter. Und sobald ich mir eine Gebärmutter ausdenke, habe ich das dann mal in der hebräischen Radix, den Geber. Ich schalte jetzt den einmal ein. Ich schaue mal, dass ich kein Störgeräusch reingebe. Ich überdrücke dir mal den Bildschirm, dass du das siehst, was wir sagen. Ton brauchen wir keinen. So, und dann tue ich jetzt hier mal ganz einfach als erstes, fahren wir hier mal rein, dass man, wenn du jetzt Sachen machst in der Sprache, ist es ja sehr, sehr interessant, dass die Worte so unendlich tiefgehend sind. Dieses Tiefgehende, die Matrix ist jetzt erst einmal die Gebärmutter, habe ich gesagt. Das heißt also definitiv, wenn wir jetzt die Gebärmutter haben, die Gebärmutter haben wir jetzt erst einmal die Grundradixgeber. Das ist der erste Teil. Ich hebräisiere jetzt dieses GBR und dann haben wir das Männliche. Das steht praktisch für die männliche Potenz, habe ich so oft erklärt. Machen wir hier das Bild weg. Das heißt also hier, das ist der symbolisch der Erzengel Gabriel, der auch praktisch die Mutter Maria geschwängert hat, den Jesus geschwängert hat, der Johannes den Täufer mehr oder weniger die Lisheba geschwängert hat. Das ist der geistige Andal in der Gebärmutter. Und dann haben wir natürlich die Mutter, was der weibliche Andal ist. Und was mir jetzt wichtig ist, dass diese Unterbegriffe, da will ich jetzt ganz kurz einmal darauf eingehen, dass das, was du siehst, sind Gedankenwellen. Und diese Gedankenwellen, da wird es jetzt ganz interessant, das ist dieser ständige Wechsel von Informationen. Ich sage immer, wenn sich die 200 Gramm rote Knete umformt. Und jetzt haben wir eine Matrix, besteht schon, die ausgedachte Matrix besteht auch wieder, ist eine Gedankenwelle aus zwei Teilen. Ich könnte jetzt sagen, das ist auf der einen Seite das Programm und auf der anderen Seite die Bilder, die aus dem Programm entspringen. Das ist, wenn man das einmal verstanden hat, ist es ein Blödsinn, du kannst die Matrix gar nicht verlassen. Auf was beziehst du das? Beziehst du das jetzt auf diese virtuelle Figur, wir machen einmal das Beispiel als Videospiel, aus diese virtuelle Figur, die du jetzt im Videospiel steuerst, oder beziehst du die Matrix auf das Programm, die diese virtuelle Welt aufschmeißt? Um das jetzt hier normal ausgedrückt zu sagen, beziehst du das auf die Figur, die du in deinem Traum zu sein glaubst, oder auf den Intellekt, den du Geist zurzeit zum Denken benutzt, der diese Traumwelt aufschmeißt, in der du dich als ausgedachter Brösel zu befinden glaubst? Obwohl sich das alles letzten Endes in deinem roten Kopf abspielt. Und ich will jetzt dir mal zeigen, wenn ich immer als Udo sage, wenn du mir ein einziges Wort gibst, ich mache dir aus dem Stegreif ein 400 oder 500 Seiten Buch draus. Um das einmal zu demonstrieren in Ansätzen, kannst du das jetzt, wenn du die Grundlagen der Vordersprache verstehst, das spreche ich jetzt einmal hier bewusst diesen Brösel Ariane zu und noch einigen Bröseln, die sich seit vielen Jahren mit der Vordersprache beschäftigen, kannst du das durch Neugier nachschauen. Wir machen jetzt einmal ein ganz einfaches Spiel. Ich hole uns jetzt einmal Wikipedia her. Warte mal, da machen wir hier die Singularität.
Das heißt, wenn wir die Singularität nachschauen, jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir nehmen nur jetzt als Beispiel mal das Wort Singularität. Das heißt dort im Lateinischen einzeln, vereinzelt, eigentümlich. Das sind natürlich Wörter, die können wir wieder hebraisieren. Okay, das heißt, wir haben ein, das machen wir mal jetzt nicht existierend, rot geschrieben, so wie wir es aussprechen. Wir machen A-I-N. Das ist ja alles Bekannte. Das ist das Nicht-Vorhandensein. Das ist jetzt der Geist, der du selbst bist. Der Geist, der sich jetzt dieses Gespräch anhört, der diese Stimme hört, der sich den Udo ausdenkt, der bei genauer Beobachtung seiner Information feststellt, dass jetzt da gar kein Udo nicht da ist, sondern bloß eine Lautsprecherstimme ihn anquäkt. Wir können das natürlich auch mit der 70 schreiben und dann kriegen wir rot geschrieben die Quelle. Das heißt, diese nicht vorhandene Quelle, das sind jetzt die zwei ein. Diese nicht vorhandene Quelle. Okay, wir gehen aber mal zurück zu der Singularität, das ist das ein. Und Zelt ist natürlich ganz interessant, das haben wir schon mal, die Radix ZL, da haben wir jetzt den Schatten, der aufgeschmissen wird. Ich wiederhole das, ich weiß, du weißt es, aber du weißt es, da meine ich jetzt den Geist, der zurzeit das Ariane-Programm laufen hat. Wenn du jetzt ein anderes Programm laufen hast, kannst du es auch wissen, hängt von deinem Intellekt ab, den du zum Denken benutzt. Das ist also hier mal jetzt die Schlange. Entschuldigung, der Schatten. Und du merkst jetzt schon, das ist eine junge Schlange. Da haben wir jetzt schon den Sinus. Da ist der Sinus schon mit drin. Das ist die Geburt von Licht. Gut. Die Singularität, einzeln, vereinzelt, Zellen. Wir können jetzt ein N hinten dran hängen. Das wird jetzt nicht drinstehen, wenn ich jetzt ein N hinten dran mache. Das ist als Suffix gelesen, heißt das ihr Schatten. Das ist der Schatten der Frauen. Da müssen wir jetzt den Cellist, da mal ZL das Licht, aber das wird jetzt zu weit führen. Ich will eigentlich auf was anderes hinaus. Wenn wir jetzt die Singularität nehmen, wird es jetzt ganz interessant, weil das kommt ja aus Singularis. Und das schauen wir uns jetzt einmal an im Lateinischen. Und zwar tun wir zuerst einmal das lateinische Wort Sinn, die Vorsilbe Sinn eingeben. Mal schauen, was im Wörterbuch kommt. Braucht ein bisschen. Und da wird es jetzt schon sehr interessant, dieses Sinn. Heißt das einmal, wenn aber, wofern aber, und ganz wichtig ist diese Aussage, wenn das Gegenteil oder das Gegenseitiges vorhergegangen ist. Was heißt es? Das heißt, wenn es jetzt hell ist, sagt mir meine Logik, vorhergegangen ist die Dunkelheit. Wenn ich jetzt krank bin, sagt mir mein Vorhergegangenes, das Gegenteil oder ein Gegenseitiges. Das heißt, du merkst, dass der Sinn sich eigentlich nur auf eine Seite bezieht. Drum, wenn es vorher dunkel war, ist es jetzt hell. Okay? Das ist einmal die Grundaussage. Jetzt wäre es interessant, wenn wir hier diese Sachen genauer anschauen. Das würde jetzt aber zu weit führen. Da haben wir übrigens Sinn. Siehst du den hier? Ich mache das einmal mit dem Übersetzer. Na? Der Ob ist ja Ob, Idulor. Aber das, wenn dich interessiert, kannst du nachforschen. Ohne vorhergehende Partikel, wenn der vorausgehende Satz nicht die bestimmte Form, sondern nur den Sinn eines Bedingungssatzes hat, können wir uns jetzt auch länger darüber unterhalten. Mir geht es jetzt erstmal um diesen Sinn, dass es immer geht, wenn das Gegenteil oder etwas Gegenseitiges vorhergegangen ist. Das heißt, Sinn bezieht sich erst einmal auf eine einseitige Aussage. Jetzt haben wir natürlich dann den Sinn, wenn der zu aufgespannter Raumzeit wird, Sinus. Jetzt hast du eine bauschige Rundung, eine Krümmung, merkst du, jetzt kommen wir schon zu unserem Sinus. Das Aufbauschen. Da kommt auch der Busen her. Jetzt haben wir, das entsteht jetzt das Gleit. Da haben wir zuerst einmal Karl Leit, das heißt wie das Leit. Wir können ja Karl ist natürlich alles, ist ein Eid, den du beschwörst. Ich merke jetzt das Deutsch, ich benutze jetzt Deutsch, die Vordersprache, um dir das zu verdeuten, zu verdeutlichen. Was aber interessant ist, dass also die eine Seite allein praktisch sinnlos ist. Das Sinnlose, du machst den Sinus los, du machst Gedankenwellen los und das führt dich zu dem Sinne. Okay, das kommt ja, das eigentliche Altgriechische kommt ja wieder aus dem Sanskrit etymologisch. Das ist das Satz ohne. Ich sage immer so gern die Conditio sine qua non, ohne die Bedingung, ohne die nichts geht. Da ist die Urquelle letzten Endes von dem ganzen sine qua non, ist die große Erkenntnis, ohne dass ein Denker da ist, der sich was
denkt, ist auch kein Gedanke da. Ohne dass ein wahrnehmender Geist, der irgendetwas wahrnimmt, wenn der nicht existiert, existiert auch keine Wahrnehmung. Esse es Bazibi, habe ich schon ein paar Mal gesagt, wir denken uns jetzt an Bischof Bergelei aus, der hier ganz schlichtweg ahnt, sein heißt wahrgenommen werden. Genau genommen müsste man das blau schreiben, das heißt existieren heißt wahrgenommen werden. Es existiert erst dann was, zumindest für dich Geist, wenn du was wahrnimmst. Ein Gedanke existiert erst, wenn du ihn denkst und eine sinnlich wahrgenommene Information beginnt erst in dem Moment zu existieren, wenn du das anschaust. Aber wenn du es anschaust, befindet sich das in deinem Kopf. Der Glaube, dass da außen was ist, das du anschaust, das ist schlichtweg ein blinder Glaube, das ist nicht hundertprozentig sicher, sondern das ist logisch für den, der das als logisch ansieht, aber das ist schlichtweg eine Selbstlüge. Weil du könntest das nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Ich sage das so oft. Drum stellt sich, wenn man aufmerksam zuhört, die Frage bei Holofeeling gar nicht, ob das stimmt oder nicht stimmt. Du musst nur aufmerksam zuhören. Meine wesentlichen Aussagen sind hier und jetzt sofort von jedem 13-jährigen Kind sofort überprüfbar. Versuche mal, irgendetwas zu überprüfen auf seine Richtigkeit, ohne dass du das denkst. Ja, nicht möglich. Und du wirst jetzt feststellen, dass in diesem Moment wirklich alles in sich zusammenfällt. Und das ist doch, der Redo hat einen Bibelvers reingestellt, ohne den genauer zu zitieren, woran erkennt man einen wahren Propheten? Ein wahrer Prophet ist der, der die Wahrheit spricht und nicht in Gehirngespinsten lebt. Da ist ja diese schöne Aussage, wo der Redo über die Quantenmechanik, hast du das angeschaut in der Schweizer Zeitung? Man klebt ja so an diesen Göttern der Physik, der Physiker, und das sind alles nur geistlose Hirngespinste, logische Konstrukte. Ich sage immer, das sind Märchengeschichten. Und wichtig ist, Märchen sind das Wichtigste, was wir besitzen. Wenn man weiß, dass es in dem Märchen nicht um diese Personen oder die Geschichten als Ding an sich geht, sondern dass es um die Metaphern geht, die darin mitgeteilt wird. Es ist Märchen, sind wie Sprichwörter. Dann sage ich immer wieder, wenn ich jetzt tausendfach wiederholt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, da denkst du nicht eine Sekunde an einen Krug, der zum Brunnen geht und auseinanderbricht, weil du sofort auf der Metaebene bist. Alle Geschichten, die du liest in der Zeitung aus Büchern, sind Märchengeschichten, sind Sprichwörter, Metaphern. Jetzt pass auf, schauen wir uns das einmal schnell an. Teilchen, eine Physikerin spricht Klartext. Da geht es jetzt also hier um diesen Teilchenbeschleuniger in CERN. Und da ist es schlichtweg und einfach, die Schweizer Medien lieferten kritiklose Berichterstattung vom neuesten Milliardencup des CERN. Die haben also wieder riesen Milliarden wieder Geld gekriegt, um das Ding weiterzubauen. Ganz anders der Spiegel, der eine Woche vorher ein Interview mit der Physikerin bla 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 publizierte, die mit dem Teilchenphysiker hat ins Gericht ging. Die meisten theoretischen Physiker, die ich kenne, studieren inzwischen Dinge, die noch niemand je gesehen oder gemessen hat. Das geht übrigens nicht nur die Physiker, sondern definitiv auch die Astrologen. Es hat noch nie irgendein Mensch das heliozentrische Weltbild gesehen, geschweige denn Wassermoleküle und so weiter. Es sind Grundvoraussetzungen, Märchengeschichten mit einem symbolischen Gehalt, der sich erst entschlüsselt über die Vordersprache. Muss man halt diese über 20.000 Holofeeling-Seiten Holofeeling studieren und dann wird man das feststellen, dass das, was ich dir sage, die Matrix ist. Sehr gern postulieren sie auch neue Teilchen, um ihre gedachten Weltmodelle aufzuhübschen. Und ob ich jetzt sage, die Welt ist eine Scheibe und habe eine logische Erklärung dazu, oder ich sage, die Welt ist eine Kugel oder eine Hohlkugel, ich rezitiere angelesenes Wissen, das ich nur vom Hören sagen kann, das ich genau genommen nicht einmal überprüfen könnte, wenn ich wollte, so streng wie ich jetzt die Maßstäbe anlege. Okay, wir betreiben etliche Teilchenbeschleuniger, darunter den gewaltigen Large Hadron Collider in Genf. Trotzdem haben wir seit 4 Jahrzehnten kaum mehr Daten gewonnen, die uns etwas Neues sagen können. Weitere Kritik am Größenwahn dieser Physiker und alle normalen Menschen unterwerfen sich denen, das sind ja Fachleute, ich bin ja so dumm. Und ich kann nicht oft genug sagen, Kleines, ich kann nicht oft genug sagen, in dem Moment, wo du dir Gescheide ausdenkst, entstehen im selben Moment Dumme. Das ist ein Fakt. Und in dem Moment, wo du sagst, der weiß ja so viel, entsteht im selben Moment zu dem einen Wissenden wieder ein Dummkopf und du bist der, der sich das ausdenkt.
Aber du wirst jetzt feststellen, in vielen Fällen titulierst du dich als den Dummkopf, den du dir ausdenkst, weil der andere, den du dir ausdenkst, in deinem Traum wohlgemerkt, du kannst ja nicht raussuchen, was du träumst, dass du der ja nicht bist. Aber ich sage jetzt, wenn du zwei verschiedene Gedanken denkst, jetzt denk einmal an dich und dann denk an den Udo oder an die Ariane. Was ist jetzt der Unterschied? Die Ariane ist genauso ein Gedanke wie der Udo oder der, der du zu sein glaubst, wenn du diese Aufnahme anhörst. Das ist hundertprozentig sicher. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, wer ist es, der sich das ausdenkt? Was noch viel wichtiger ist, wer ist das, der sich den ausdenkt, der sich das ausdenkt? Da muss ja noch mal einer drüber sein, der sich den ausdenkt, der sich jetzt die Ariane und den Udo ausdenkt. Das ist jetzt der Weg, wo ich dich mit Holofeeling führe. Aber wir machen mal die Teilchenphysik auch fertig, weil es interessant ist. Wenn der eine Detektor nichts findet, ruft man eben nach einem größeren, der noch tiefere in die Materie hineinspäht. Was wird er eigentlich anschauen? Wenn du dir das anschaust, was real zu sehen ist, denk wieder an mein Beispiel, die haben Photonen im Fluch gefilmt. Ich glotze auf den Monitor. Es ist alles, was Astrophysik oder Teilchenphysik ist, ist letztendlich Sinn von Computerprogrammen und angeblichen Sensoren, erzeugte Bilder auf einem Monitor. Mehr ist es nicht. Übrigens, deine Realität ist auch nicht mehr, wenn du aus deinen jetzt ausgedachten Augen rausschaust, die nicht existieren, wenn du nicht an die Augen denkst. Es ist ja für dich hundertprozentig sicher, dass deine Augen auch dann da sind, wenn du sie nicht denkst. Und das ist also hier diese Ungenauigkeit. Da muss ich gleich nochmal ein kleines Beispiel bringen. Wenn du die Genauigkeit von Holofeeling ansetzt, über die sich nichts diskutieren lässt, wirst du zum Beispiel feststellen, dass du durchaus, ich sage mal das Wort finster, kannst du eine Vorstellung machen, die du siehst. Das heißt, ich kann finster sehen. Mach einmal die Augen zu, dann, ich nenne es einmal, dann wird es schwarz. Jetzt muss ich natürlich normal raumzeitlich mit dir sprechen, weil du ja noch extrem verbunden bist mit dem, was du bisher ich genannt hast, mit diesem Körper. Jetzt wird schwarz. Das ist nicht ganz klar schwarz. Es flackert noch, das habe ich so oft gesagt. Du kannst dann die Hände auf die Augen legen, dann wird es noch finsterer, noch schwärzer. Das heißt, du kannst das reine Schwarz kannst du sehen. So, jetzt machen wir mal das Gegenteil. Hell kannst du nicht sehen. Wie sieht eigentlich hell aus? Hell ist jetzt das Gegenteil von diesem Finster, von dem Schwarz. Wir nennen es mal Finster oder wir nennen es Schwarz. Das Schwarz ist eine Information, die du sehen kannst. Hell kann man nicht sehen. Wie sieht eigentlich hell aus? Wenn es für dich hell ist, dann siehst du Gegenstände und Dinge, unheimlich viele Unterschiede. Aber diese Unterschiede, das, was du anschaust, ist ja nicht hell. Jetzt können wir den Trick machen, dass sagen wir, gut, hell ist weiß. Aber die Farbe weiß ist nicht hell. Ganz ungefähr folgen, was ich meine? Das heißt, das Ja. Schwarz ist eine genaue Definition wenn ich jetzt die Worte Schwarz benutze, ich kann Schwarz Das anschauen sehe und ich, ich kann ja. Weiß sehen. Wenn ich jetzt Weiß dieses auch. Schwarz als finster definiere, dann kann ich das auch sehen, aber das Wort hell in Bezug zu Weiß stimmt nicht. Das Weiß leuchtet zwar hell, aber in der Regel sagst du ja, jetzt ist es hell und dann siehst du Dinge. Aber wenn du die Dinge anschaust, wenn du behauptest, dass es hell ist, diese Dinge sind ja nicht das Hell. Ja, das konnte ich Pass auf, um dir nachvollziehen. das Ich konnte klarer zu verstehen. machen, wenn das dir In jetzt zu den Himmel. kompliziert ist. Ich habe Ja. zigfach das Beispiel gebracht, psst, psst, ist jetzt schön still. Stille kannst du nicht hören, aber im selben Moment ist der Lärm im Hintergrund. Den Lärm kannst du wieder hören. Das ist jetzt übrigens genau gespiegelt. Es geht immer um diese Welle, dass du prinzipiell, wenn du Detailinformationen haben willst, musst du definitiv dich fokussieren. Mein schönes Beispiel, mir mal Buch, das Buch siehst du bloß, wenn der Hintergrund da ist. Wenn wir jetzt das Buch aufklappen, dass wir zwei Seiten machen, zwei unendlich große Seiten, dann hast du einen Unterschied, das kannst du jetzt denken, willst du aber Detailinformationen aus dem Buch, musst du eine Seite anschauen und die andere in den Hintergrund stellen. Dann haben wir viele Zahlen, dann musst du wieder die Zahlen in den Hintergrund stellen und so weiter. Das haben wir so oft durchgesprochen. Okay, aber ich will ganz kurz nochmal reinspringen in die Teilchenphysik. Also die Detektoren finden jetzt was, das heißt, die glotzen letztendlich nur von Monitore und dir sollte eigentlich das erste Mal klar sein, wenn du vor einem Computer sitzt, was auf einem Computerbildschirm auftaucht, steht und fällt das erste Mal mit der Software, mit dem Programm im Hintergrund. Das heißt, wenn ich jetzt meine, ich müsste ein Computerprogramm, die von mir ausgedachte Himmels
Sternenwelt darstellen auf dem Bildschirm, wie diese Planeten sich um sich herumdrehen, steht und fällt mit dem Programm, das ich programmiere. Okay? Ja. Also die spähen jetzt in die Materie hinein, was schon ein Blödsinn ist, will ich in die Materie hineinschauen. Auch vom Genfer Ringbeschleuniger hatten viele Kollegen sich Belege für dunkle Materie und Supersymmetrie erhofft, ebenfalls vergebens. Das hindert sie aber nicht daran, weiter ihre Spekulationen, ihre Spiegelungen nachzusteigen und auf den nächstgrößeren Riesenbeschleuniger zu hoffen. Und dann waren wieder einige Milliarden Gelder frei, jetzt natürlich raumzeitlich ausgedacht. Und dann wird das Ding halt nochmal vergrößert. Jetzt pass auf, vor 3 Jahren zeigte sich am Teilchenbeschleuniger in Genf ein kleiner Ausschlag in den Messdaten. Ein kleiner Flackerer. Eine Ja. Anomalie, ich nenne es mal Anomalie. So etwas kommt häufiger vor. Im Moment wird auch wieder eine rätselhafte Datenreihe diskutiert, die halt irgendwie aus nichts auftaucht. Damals hatte das mit viel Glück die Spur eines neuen Teilchens sein können. 8 Monate später war der Traum vorbei. Der verdächtige Befund erwies sich als zufällige Schwankung in der Statistik. Aber da waren schon mehr als 600 Artikel erschienen, die das angebliche Signal erklärten. Und die populärsten Arbeiten wurden rasch hundertfach zitiert. Jetzt kommt dieses, was in die Welt hinein posaunen und sofort die ganzen Rezitierchen, diese geistlosen Schwätzer greifen das auf. Alle Blogger in der Welt, alle Verschwörungstheoretiker, die hier ihre Senf zugeben von Zeug, das sie nur aus dem Internet vom Hören sagen können. Das gilt übrigens auch für alle Offiziellen, ob jetzt Klimalüge ist oder keine Klimalüge ist. Es gibt keinen Artikel, den du mir zeigst, wo ich dir nicht etliche Artikel bringe, wo es genaue Gegenteil oder was ganz was anderes behauptet wird. Was übrigens wichtig ist, weil das eben das Prinzip von Wellenberg und Wellendahl ist. Es gibt keinen Wellenberg ohne ein Wellendahl. Ich könnte jetzt in Bezug auf das Wasser sagen, der Wellenberg ist etwas und das Wellendahl ist nichts. Das ist die Polarität, die sich spiegelt. Und die populärsten Arbeiten wurden rasch hundertfach zitiert. Bei einem solchen Ausstoß können die Maßstäbe für Qualität nicht mehr stimmen. Das geht jetzt. Die Theorien, es sind ja alles Theorien, Theorien sind Sichtweisen. Es sind logische Konstrukte. Selbst das heliozentrische Weltbild ist ein logisches Konstrukt. Der Glaube, dass du ein Trockennasenaffe, dass du dieser Körper bist und du nur deshalb bist, weil dein Gehirn da ist, ist ein logisches Konstrukt, das du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Das ist hundertprozentig sicher. Beweise mir, dass dein Gehirn auch dann existiert, wenn du nicht an das Gehirn denkst. Und ich sag dir, ich rede mit einem Geist, der sich alles ausdenkt. Und wenn du an etwas nicht denkst, existiert es für dich nicht. Du bist das Einzige, was immer ist. Und zwar deshalb, weil du selbst etwas bist, was nicht in Erscheinung treten kann. Du bist immer. Dieses rote immer, wohlgemerkt. Und es geht jetzt, zuerst müssen Sie erklären, warum Ihre postulierten Teilchen noch nirgendwo aufgetaucht sind. Das immer wieder, da werden Berechnungen angestellt, die rechnen, das sind die schönen Tafeln, wo wir ja kennen von den Physikern, wo hinten riesengroße Formeln sind, die man übrigens mit Holofeeling, ohne jemals in einem Physikhörsaal gewesen zu sein, sofort aus dem Stegreif erklären kann, wenn du die Vatersprache verstehst. Jede Formel. Du wirst dir natürlich dann was ganz was anderes erklären, was dir ein Physiker sagt, was das bedeutet. Und ich habe oft darauf hingewiesen, wenn du jetzt die Dora lesen tust, die hebräische Bibel liest oder Worte siehst, wirst du auch hier, auch in der deutschen Sprache mittlerweile die Worte ganz anders erklären. Das führt uns jetzt wieder zurück. Wir gehen jetzt einmal wieder zurück zu unserem Sinus. Wir waren jetzt hier der Sinne. Das ist jetzt schon mal sehr, sehr interessant, wenn man uns das anschaut. Das hast jetzt erst einmal hier abgesondert. Das könnte ich jetzt lesen, der Vordergeist, ab als Vorder gelesen, geh als Geist, du kannst auch ein aufblühender Intellekt lesen, wenn wir es blau machen, ein aufblühendes Gehirn, symbolisiert den Verstand. Okay, der sondert etwas ab. Und das ist jetzt das Abgesonderte, ist ohne den Denker, das hast du mal nichts, wenn wir das so interpretieren wollen. Aber wir gehen jetzt in die Vatersprache, dass ich sage, wir haben ja den großen Trick, wir können das ja hebraisieren. Das heißt, wir haben viele verschiedene S. Wir können zum Beispiel das Sin ist ein S, links punktiert das Shin. Dann haben wir natürlich unser Samech, da unten, wird unten angezeigt, und unser Sain, das auch Zain sein kann. Und wir machen mal als erstes unser Sin. Wir schauen nochmal, was der Sin ist. Diese Radix Sin, hebräisch geschrieben, ist natürlich jetzt eine Sache, jetzt sagt, das hat überhaupt nichts damit zu tun.
Das kannst du total in der Pfeife rauchen. Da steht nämlich alles, was ich dir jetzt erzählt habe, steht da. Da wirst du sagen, wieso? Du musst es entschlüsseln. Da steht zuerst einmal China. Und wir wissen, ich springe jetzt da extra mal rein. Unser Qi heißt Leben. Das Lebendige. Das Leben als Ding an sich. Jetzt ist aber Leben, heißt ja schon eine auseinandergeschmissene polare Existenz. Wir sind bei unserem Sinus. Stimmt oder stimmt? Und das Na, Na, diese wird zu einer existierenden Schöpfung. Und diese existierende Schöpfung, die ist noch nicht gar gekocht, die ist noch roh, die ist noch sehr grob geschlüsselt, weil das noch rein auf einer materialistischen Logik aufbaut, wo du dich selber entgöttlichst als Denker, der sich alles ausdenkt, als Gotteskind. Okay? Das ist unser China. Dann haben wir den Zapfen. Das sind die zwei Hauptbegriffe, was das eigentlich heißt. Blau gelesen ist es die raumzeitliche intellektuelle Existenz. Okay? Das ist übrigens interessant, dass dasselbe Wort heißt eigentlich, wenn ich jetzt da weitermache, auch noch steinige Einöde. Ein Kot und Exkremente, das Herausgetretene. Der Sinus ist das Hin- und Herschwingen. Sinn, die Sinusschwingungen. Aber jetzt pass auf, jetzt kommen wir zu den Zapfen. Den Zapfen machen wir zuerst einmal ZA, das ist die Geburt einer Schöpfung. Und was heißt ZA, die Geburt einer Schöpfung? Diese zwei Buchstaben als Uhrzeichen, das ist das hinaus, es wird was hinausgedrückt. Das heißt auch DR, die geöffnete Berechnung in einen Eck. Wir sind in unserem Tetraederspiegel. Das wird Physik. Wenn einer die Grundlagen nicht hat, versteht er nur Bahnhof. Und das Ganze wird jetzt wie zeigen, das wird jetzt zu zeigen. Wir können auch KD lesen, das sind Gruppierungen, Einzelselektionen. Okay? Wir können natürlich das A als Vokal rausschmeißen in den Zapfen, wir machen ZB, aber lass dich jetzt einmal die Geburt von Wissen. Was ist die Geburt von Wissen? Das ist ein Auftauchen. Sobald Wissen geboren wird, taucht in dir etwas auf. Und es fängt auf der Wasseroberfläche an zu schwimmen, das sind deine Sinus, das sind deine Gedankenwellen. Und diese Gedankenwellen, du merkst es, wir sind beim Sinus. Was haben die Worte mit dem Sinus zu tun? Überhaupt nichts. Alles, das wird komplett beschrieben, wenn du das umsetzt. Das ist Holofeeling. Jetzt kriegst du einen Hauch von einer Ahnung, wenn ich sage, wenn ich ein einziges Wort, drei Buchstaben sehe, mache ich dir aus dem Stegreifer 500 Seiten Buch. Ich brauche diesen Computer nicht dazu. Ich habe es in meinem Kopf. Und da ich in deinem Kopf bin, musst du das auch in deinem Kopf haben. Weil ich ja nur Untersystem als Uder bin von dir. Das ist bloß alles vergessen. Okay, jetzt haben wir Zap und Fen ist ja, F ist ja auch P. Dann machen wir PN und das ist jetzt ein Aspekt. Wir sind wieder bei dem, das Vorhergehende. Das ist das da mal, Pen ist ein einziger Aspekt. Aspeculum heißt die Schöpfung in einem Spiegel. Und das Ganze, die Spiegelung, ist unser Eckspiegel. Diese Ecke, das sind die zwei Flächen. Wenn ich das zuerst als zwei Flächen nehme, sehr vereinfacht, eigentlich ist ja eine Ecke, sind Dreiecken, ist das die zwei flachen Bilder deiner Verabredung. Und wir wissen jetzt, diese Ecke, die einen Aspekt darstellt von unendlich vielen Ecken, wenn du im Zentrum eines hochgespiegelten Tetraederspiegels steckst. Ich habe da in Weißenburg diese schöne. Warte mal einen kleinen Moment, ob ich das finde. Das ist jetzt eine sehr grobe Vereinfachung. Das habe ich im Weißenbuch vorher, glaube ich, gezeigt. Das habe ich nur schnell auf dem Küchentisch gezeigt. Das heißt dazu, wenn man jetzt hier, das ist jetzt eigentlich ein Kantenspiegel. Das ist eine Kante und das ist die Synthese dazu. Normalerweise ist eine Ecke, müssen wir jetzt in die Ecke unten reinschauen und dann ein Spiegel. Das ist sehr schwer zum Darstellen, haben wir aber auch schon gemacht. Jetzt schauen wir uns das einmal an. Das heißt, ich war jetzt da nur mit der Kamera rum. Da haben wir unser JHWH, das Tetragrammaton, wenn man jetzt die Namen des auftaucht. Da Und kriegen wir jetzt jetzt gibt's noch viele mal. Ecken. Und jetzt schauen wir über den Stopp. Synthesespiegel und jetzt merkst du plötzlich, dass wir nur in die Kante, wenn wir reinschauen, das habe ich so oft gezeigt, wenn der ganz eben steht, Noch mehr kippen. dann ist es eine senkrechte Fläche Stopp. und wenn ich jetzt den drehe, dann kriegen wir eine Kugel. Und jetzt wichtig, schau, jetzt gehe ich rum und schaue in den Synthesespiegel rein und du merkst schon, schaust von oben in eine Jetzt ist es Halbkugel wieder auf eine hoch. Halbkugel drauf. Ja. Das sind Stopp. übrigens alle, wenn das Ganze exakt aufgebaut ist, sind die Lämpchen alle absolut in der Reihe stehend, egal in welche Richtung du schaust. Das Krumme ist nur, weil die mit verschoben sind, das kann man sehr schwer aufbauen. Mal hoch.
Siehst du, und jetzt machen wir die Kugel von oben. Nur mit einem Spiegel verändere ich und du kriegst die Kugel. Da steckt eine sehr komplexe Arithmetik dahinter, eine Berechnung von Divisionen. Jetzt müssen wir von unserem Lothar dieses Okay, Die Öffnung ja. deines Intellekts erzeugt praktisch Monteur Visionen. kommen, Das aber man ist. sieht es, glaube ich, dass das jetzt von oben gesehen eine Kugel ist, die aus Ja. zwei Hälften, Du siehst jetzt hier die Kugeln, wenn man es nach innen klappt. wenn Und man das hier ist ja drin jetzt ist. immer noch, wir denken uns jetzt hier Na, außerhalb wenn du dieses ganz Spiels. langsam In dem zumachen. Moment, wo du in dem Spiegel drin steckst. Die Kugel wird immer größer. Und dann klappt man Stopp. das nach innen und dann gehst du nach Na, innen bis in ich eine muss Hohlkugel machen. rein. Stopp. Und sobald es dann nach innen geht, mach mal, dann wird es eine Innenkugel. Die kann ich jetzt natürlich nicht rein. Siehst du, und es Stopp. dreht sich Wieder hier, zumachen. ich Auf, muss es auf. mal kurz anhalten, hier um diesen Zentrum rum sind die Lämpchen und da geht jedes, wenn das exakt aufgebaut ist, in einer unendlich wie ein Strahl aus dieser Zentrumsecke raus. Das kann man ganz, ich könnte es auch rein arithmetisch darstellen. Das sind Was also ist? alles Aspekte und diese Aspekte, das wird ja hier alles schön beschrieben. Das ist groß die Schwierigkeit. Man muss sich eben länger damit auseinandersetzen, weil genau genommen müsste man jedes ASB zum Beispiel, wenn wir das jetzt wieder hebraisieren, wenn ich jetzt da ein A, der Schöpfer, das SB für sich selber, SB ist ja die Schwelle, heißt übrigens auch Becken auf Hebräisch. Jetzt haben wir die polaren Ecken, die hier eine Schwelle, Shin-W, Shin-Waf, ist ja eine logisch doppelt aufgespannte, eine Welle, eine logisch Schwa, ist ja ein Nichts. Das, die Wellen als Dingern sind eigentlich nichts. Genau genommen sind sie Wasser, aber unser Wasser von El Hayom ist ja nichts. Es steht ja, symbolisiert ja den Geist. Okay, das ist, wenn wir das jetzt hier rot machen, haben wir unser Bewusstsein, ist die Weisheit, das ist die Einheit und dann wird es ein raumzeitliches Wissen. Blau gelesen. Und jetzt dieses raumzeitliche Wissen, wenn wir jetzt den Schöpfer vorne wegstellen, ASB. So, dann kriegst du es einsammeln, die Sammlung, das Aufnehmen, weil alles fällt in diesen Schöpfer, wieder zusammen. Das ist es Einsammeln. Das ist Asof. Du kannst jetzt spielen, wenn du diese Buchstaben austauschst. Das ist übrigens sehr, sehr interessant, dass hier viele Möglichkeiten gibt. Immer wenn du eine Grundrhotics hast, diese drei, das sind drei Lautwesen, Rot und Blau, der Schöpfer, das Bewusstsein und die Weisheit, blau gelesen, die Schöpfung, die Raumzeit, und du kannst die natürlich jetzt mischen in verschiedene Kombinationen. Wenn du nur diese drei austauschst in der Reihenfolge, verändert sich einiges. Jetzt habe ich zum Beispiel hier diese letzten zwei ausgetauscht und jetzt kriegst du das Ende. Und dieses Ende ist nichts, das ist null. Dann bist du erschöpft. Okay? Auf die Nullstellung zurückbringen, aufs Ende gehen. Das passiert aber doch in dem Moment, wo ich anfange, alles einzusammeln, was ich mir ausdenke, fällt alles wieder in dieser Null zusammen. Passt. Das ist jetzt nur, dass du einen Hauch kriegst. Du wirst natürlich vollkommen überfordert sein, mit deinem kleinen Intellekt das zu fassen. Und da haben wir jetzt dann Zahlen und da können wir das anfangen zu berechnen. Wir gehen nochmal wieder zurück zu unserem Aspekt. Jetzt wissen wir, dass dieses, wenn wir das jetzt Baulesen, ist das Wissen von irgendwas Existierenden. Und ich habe in dem letzten Selbstgespräch angesprochen, dass in dem Moment, wo du irgendetwas wahrnimmst, in dem Moment immer dran, ich sag, setz dich als ein Träumengeist, in dem Moment, wo du mit einer Information konfrontiert wirst. Du wirst nie mit einer Außenformation konfrontiert. Das Wort existiert in der deutschen Sprache nicht. Wäre jetzt eine Neuschöpfung als Gegenteil von der Information. Sobald du mit einer Information konfrontiert wirst, das kann auch ein Gefühl sein, dass du Hunger hast, dann beginnst du, Geist, der du nichts bist, an, was etwas zu wissen. Das heißt, jegliche Art von Information ist Wissen. Auch das Gefühl von Hunger. Ich weiß jetzt, das, was ich zu sein glaube, hat Hunger. Erleben du das nicht, ein Gedanke, nicht der, der du zu sein glaubst, spürt den Hunger, sondern der Geist, der träumt, der sich mit dem verwechselt, den er sich ausdenkt. Oder du schaust jetzt die Tastatur an, dann weißt du was von einer Tastatur. Von der weißt du schon was, wenn ich nur das Wort Tastatur ausspreche. Aber da ist noch kein Bild da. Immer dran denken.
im feinstofflichen Bereich sind immer zuerst die Worte da und aus den Worten kannst du dann weiter dich zerdenken und ein Bild aufbauen in dir. Wenn du jetzt auf die Außenseite gehst, die du dir ausdenkst, was du feststellen, ist es genau gespiegelt. Da schaust du jetzt was an, du siehst das Bild und dann sagst du Fenster, Haus, Vogel. Da ist zuerst für dich jetzt nicht chronologisch, weil das ja immer gleichzeitig ist. Du musst die Reihe, die du aufspannst, ist zuerst das Bild, dem du einen Namen gibst. So denkt der Naturwissenschaftler, weil die normalen Materialisten ja alles auf den Kopf stellen. Wie oft habe ich schon gesagt, der Materialist sagt, im Glaube, er ist ein sterbliches Säugetier, ich wurde von meiner Mutter geboren und ich sage, nein, du bist der, der sich selbst mit einem Gedanken von sich verwechselt. Wenn du ein bewusster Geist bist, sagst du, diese Mutter von dem, der ich zu sein glaube, wird von mir geboren, weil ich denke mir ja die aus. Mit meiner Logik. Du denkst die Ameise genauso aus wie in Jahren. Oder den, der uns jetzt anhört. Aber das ist natürlich jetzt schon so eine Sache, weil jemand, den du dir ausdenkst, der kann uns nicht hören. Das bist du selbst. Du denkst uns doch jetzt aus. Aber dieses Du ist das rote Ich. Und jetzt wissen wir, was ich tausende Male erwähnt habe, dass das Penim, dieser wissende Aspekt, oder die Weisheit des göttlichen Seins mit der Yom-Endung, mit der Im-Endung, sorry, wir müssen Penny machen, dass das auch wieder verschiedene Seiten hat. Na was? Was mache ich denn? So, Etzer, ich war alter Mann. Bin ich schon. Und das ist jetzt als Panim ausgesprochen, ist es das Angesicht, das Ansehen, das Aussehen, nach außen sehen, das G-Sicht, die geistige Sicht, aber dasselbe Wort heißt auch innen. Das Innere. Stehen beide Sachen im Langenscheid drin. Panim, Penim. Mhm. Interessant ist, schau mal, wir kommen aus diesem System nicht raus. Weil deine geistige Gesicht in deinem Inneren, sagst du mal, eine Conditio sine qua non ist, eine Bedingung, ohne die nichts geht. Was ist ein Geist, der schläft, ohne zu träumen? Ja. Macht keinen das, den Zustand gibt es nicht übrigens. Okay. Ja. Und jetzt können wir das Ganze nochmal anfangen, hier uns in die Zahlen umzusetzen. Und dann wirst du feststellen, das waren Formen, die sich aufbauen. Und wenn wir uns unseren Sinn, jetzt habe ich ja nur dieses SIN ganz vorsichtig angesprochen. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Das China und der Zapf. Wie sieht jetzt das aus, wenn man jetzt ein linkspunktiertes Sinn ist ja der Name eines hebräischen Zeichens, nämlich dieses Zeichen, wenn ein kleiner Punkt links, link ist übrigens, wenn man sagt, das ist auf links gedreht, links ist außen und rechts ist innen. In der normalen Symbolik der Metapher-Ebene. Wir machen mal unser Sinn, schreiben wir mal dieses Sinn aus, S-I-N. Und jetzt wird es natürlich ganz interessant, jetzt kriegen wir hier das Harnwasser, die Bisse. Das genau genommen ja eigentlich Urin heißt. Was dich jetzt sofort, ich könnte jetzt das alles total zerbröselt, aber ich will mal spaßhalberweise, gehen wir mal auf den Urin ein. Das ist übrigens hier in der Zeichen, das sind die zwei rechtspunktierten Shins und das die links, das kann ich hier nicht darstellen. Die unteren zwei sind die linkspunktierten Shins und die rechtspunktierten Shins, wenn man das erklärt. Wir machen mal hier, jetzt schauen wir zuerst einmal, wir wollen ja wissen, was das bedeutet. Wir gehen mal auf Wikipedia und dann schauen wir mal, was hier der Urin bedeutet. Pass auf, das ist ganz interessant. Urin, auch Harn genannt, ist ein flüssiges bis pastöses Ausscheidungsprodukt der Wirbeltiere. Zuerst einmal wir in BL, heißt wir in Gott, wir BL und die Tiere außen. Ist schon mal eine interessante Erkenntnis. Ein Ausscheidungsprodukt von uns, die wir in Gott sind und die Tiere, die wir uns ausdenken. Und die sind flüssig, weil das Gedankenwellen sind. Das ist immer blau gelesen, eine aufgespannte Berechnung einer intellektuellen Existenz. Das Ganze nennt sich auch Harn. Da wird es natürlich jetzt ganz interessant, wenn wir jetzt den Harn machen, dann haben wir zuerst einmal das Ri in dem Urin. Das U ist ja aufgespannt und Ri, was heißt, Entschuldigung, habe ich schon wieder verkehrt gemacht. Ja, die Berechnung eines Intellekts.
erzeugt jetzt zwangsgleich eine Feuchtigkeit, eine Nässe. Das ist jetzt hier, das ist einmal der geistige Kopf mit dem rationalen Intellekt und der wird jetzt hier feucht. Das führt dich zum Adern, weil das heißt Dunst. Das ist einmal die erste Form von Feuchtigkeit, ist ein Dunst. Der ist noch nicht materialisiert, wird noch nicht gesehen. Wir können natürlich das I als Vokal rausschmeißen, dann beginnt der Harn mit HR. Das ist die wahrgenommene Berechnung, wird zu einer Existenz. Wir schauen uns das, das HR an. Das ist das hebräische Wort natürlich für Berg. BRG heißt immer weckten Geist. Ist eine Gag-End. Gag-Wismar heißt Dach, das Ausgedachte. GG33 ist 33, gleich Gall ist der Hügel. Die Welle. Das Gebirge symbolisiert praktisch deine Wasserwelt. Ist interessant. Mit einem weiblichen N hinten dran. Alles drin. Der Harn, das heißt dann ihr, ihr Berg, ihr, aus, ihr Geist, der sich das ausdenkt in Bezug auf Frauen. Jetzt wirst du, empfängst du was. Das ist deine Empfängnis. Du wirst jetzt schwanger mit deinen eigenen Gedanken. Du merkst jetzt, dass da eine komplexe Geschichte auf der Meta-Ebene ist, die du mit Holofeeling komplett entschlüsseln kannst. Das heißt, mit Holofeeling wird diese reine Traumwelt, die nur wie auch in der Traumpsychologie jetzt im Materiellen dir erklärt wird, natürlich immer mit dem Wahn zu glauben, da außen ist eine Welt, die schon vorher da war, bevor du sie denkst. Ich kann da nicht oft genug sagen, die Schwierigkeit besteht darin, solange du glaubst, dass die Gedanken, die du denkst, dass du mit diesen Gedanken nicht das Geringste zu tun hast, wirst du leiden. Es ist so unendlich geistlos zu glauben, ich denke mir jetzt was und ich habe mit dem, was ich mir ausdenke, nichts zu tun. Was habe ich mit dem heliozentrischen Weltbild zu tun und mit der Erde, die sich um diese Sonne herumdreht? Die erste Frage, die du dir stellen solltest, existiert es überhaupt, wenn du es nicht denkst? Existieren diese Gedanken, wenn du sie nicht denkst? Wenn ich jetzt zu dir sage, denk dir mal ein grünes Mastmännchen, mit 30 cm lange Fühler auf dem Kopf, wo auf dem rechten Fühler eine Kiwi und auf dem linken Fühler eine Erdbeere sitzt, existiert dieses grüne Mastmännchen, wenn du es nicht denkst? Die Antwort ist relativ einfach, oder? Ja, sehr einfach. Ganz existiert genau. Existiert das heliozentrische Weltbild, wenn du es nicht denkst? Genau dasselbe. Jetzt schau mal, was jetzt der Zweite zu dir sagt. Genau. Ja. Du wirst merken, wie der normale Mensch geistlos ist. Er ist also dermaßen entgeistigt und jetzt kommt natürlich der große Rundumschlag mit Holofeeling, dass deine Gedanken prinzipiell sowieso nichts wissen können. Egal an welchen Menschen du denkst. Er beginnt in dem Moment in dir Geist, in dir Gotteskind zu existieren, wenn du an ihn denkst. Und wenn du nicht an ihn denkst, geht's ihm super gut, dann ist er immer ein heiligen Vorderschuss. Ein noch nicht ausgestoßenes Samenfädchen. Denk an meine Metapher mit dem männlichen Samenfädchen wieder. Wieder eine Metapher in deinem Traum. Jedes dieser Milliarden von Samenfädchen, die jetzt ein Trockennasenaffenmännchen ausstößt, hat prinzipiell die Fähigkeit, ein Mensch zu werden. Wie sein Vater. Ich bleibe jetzt auf der Trockennasenaffenebene, aber er muss das Ei suchen. Das Nichts. Finden. Er muss das Nichts suchen, das Ei, den Schöpfergott in sich. Der letzten Endes selbst ist, ich bin eins mit dem Vater. Und jetzt denken wir dann die schönen Bilder, ich mag es nochmal, wir denken uns jetzt eine Erdkugel aus, wo hier 7, 8 Milliarden Menschen drumherum wuseln. So, und jetzt schaut ihr das einmal an. Das ist jetzt nur, du denkst jetzt, das wäre die Erdkugel und das sind jetzt die Samenfädchen, die auf der Erdkugel rumfuseln. Und nur ein allereinziges, das erste Eins wird mit dem Ei, das den Kopf reinsteckt, verschmilzt, versiegelt sofort alles und alle anderen haben verloren. Das sind symbolische Bilder. Da ist nicht irgendwie, dass sich im Laufe der Zeit hier irgendwas aufgebaut hat. Es sind Gedanken, es sind logische Konstrukte, es sind Metaphern entsprungen aus einer göttlichen Matrix. Und diese Matrix als Grundprogramm, als Schöpfungsprogramm erschafft eine, ich benutze mal das Computerwort, eine virtuelle Welt. Wobei natürlich unsere virtuelle Welt schon auch wieder so eine Sache ist. Ich habe hier noch den Otto drinstehen, kleinen Moment. Weil wir haben jetzt den Wirr. Lateinisch. Das ist der wahre Mann. Eine männliche Welt. Der verehelichte Mann. Der Ehemann. Adam ist sicher wie eine Kaba.
Und du wirst jetzt merken, hier die Sprache, dass das alles sehr, sehr wichtig ist, dass man das zu verstehen anfängt. Jetzt mache ich dann das einmal wieder weg. Das reicht jetzt eigentlich. Ups. Hast du mich wieder? Ja. Dann ist gut. Wir können das jetzt unendlich fortführen. Dieses ewige Spiel. Es ist neu. Holofeeling ist ein vollkommen anderes Weltbild. Und das ist jetzt das Entscheidende. Es ist das Summa Summarum aller Wissensgebiete. Es zeigt die Einseitigkeiten von Religionen. Das ist übrigens auch das Wort Religio, habe ich schon. Dieses Wort ja normal übersetzt mit die Rückbindung an Gott. Obwohl das sich wieder zurückbinden, festmachen an etwas, an den Ursprung, würde ich sagen. Das wird dann Gott genannt. Aber der Ursprung für die Welt, die du erlebst, ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Diesbezüglich ist zum Beispiel auch unser Professor Lesch ein tief religiöser Mensch, wenn er mal sagt, wir Wissenschaftler. Und wenn du dir das anhörst, dann haut er Zahlen raus, die er nur aus das Buch heraus hat. Nur vom Hören sagen. Ich kann nicht oft genug sagen, um das abzuschließen, dass wenn du jetzt in dich reinschaust und du schaust, dir magst dir mal das bewusst, dieses Wissen, diesen Intellekt bewusst, den du zum Denken benutzt, diesen Schwamminhalt, diese Sachen für dich unhinterfragt, hundertprozentig bewiesen erscheinen, obwohl du ganz leicht sofort auf der Stelle feststellen kannst, dass man das nicht einmal überprüfen könnte, wenn man wollte. Das ist das Große, diese ganzen Postulate, die man uns eingetrichtert hat, jetzt bewusst in die Vergangenheit gedacht. Es wird jetzt gedacht, in der Vergangenheit war nie was. Es sind immer ständig wechselnde Bilder im Jetzt. Dass man nachrezitiert. Die Rezitierchen. Du wirst jeglichen Respekt vor jeglicher Autoritätsperson, wissenschaftlich wie religiös, verlieren. Dass ich immer sage, wir nehmen jetzt irgendeinen einen Rabbi, einen tiefgläubigen Juden, einen tiefgläubigen, einen Bischof, einen Katholiken. Es sind alles Materialisten. Tiefgläubige Materialisten. Aber alles Raumzeitlogische kann ich lila einfärben. Alles. Genauso ist es. Das ist, darum geht es gar nicht. Was du kannst, wenn du dein Bewertungssystem erweiterst, das ist eine ganz andere Sache, was mir darum geht, dass du dir jetzt erst einmal bewusst machst, wenn du ein arroganter, einseitiger Rechthaber bist, der ständig, wenn du diese Rolle spielst, wohlgemerkt, der Geist, der eine Rolle spielt, ist was anderes wie dieser Mensch, der du zu sein glaubst, der zwanghaft an sein blaues Ich, an sein blaues Konstrukt wäre und Intellektsystem gebunden ist, so wie der Computer als Ding an sich, wenn er nur ein Programm und ein Betriebssystem hat, nur mit dieser Logik Bilder aufschmeißt. Dass mein Schwammbeispiel, wenn ich dieses chronologische Beispiel nehme und ich immer wieder darauf hinweise, du musst die Zeit wegmachen, das heißt, du bist der Computer und du kriegst ein Programm. Das heißt, dieses Leben, dieses Wissen, das du hast, hat sich nicht im Laufe der letzten Jahre in dir angehäuft, weil du von einer Welt da außen was gelernt hast. Du kannst von einer Welt da außen nichts lernen, die nicht existiert, wenn du sie dir nicht ausdenkst, sondern du kriegst von Anbeginn, am Beginn deines Traums, kriegt der Computer ein Programm, ein Videospiel, wo alles, was jetzt in dir hier und jetzt auftaucht auf deinem Bildschirm, das heißt in deinem darstellenden Bewusstsein, schon auf einer tieferen Ebene in einem Kontinuum vorhanden ist. Gut, und wenn man jetzt in den Schwammbeispiel, was ich nochmal sagen wollte, was ich zigfach darauf hingewiesen habe, es erfordert Demut, für sich selbst zu akzeptieren, dass ich jetzt einmal noch bewusst, jetzt bewusst, raumzeitlich logisch gesprochen, wenn ich als Kind, das ich ja angeblich einmal war, wenn man mich verschleppt hätte und ich wäre jetzt in Persien groß geworden, bei einer tiefgläubig muslimischen Familie, ich wäre in Indien groß geworden, bei einer tiefgläubig hinduistischen Familie, wir können jetzt das Spiel auffächern, dass ich mit diesen anerzogenen Wissen genauso reagieren würde, wie die, die ich mir teilweise ausdenke, wo ich den Kopf schüttel und sage, wie kann man bloß so ein Fanatiker sein? Und ich schließe jetzt das ab, indem ich zu dir Geist sage, zu dir Geist, nicht zu dem, der du zu sein glaubst. Du Heuchler, zieh dir zuerst einmal den Balken aus den eigenen Augen, bevor du den Splitter in den Augen der anderen kritisierst. Und dieser Balken, der hier ganz hebräisiert Baal in Gott, ist Ken, ist das Fundament. Ich muss das nochmal machen, ich habe schon so oft angesprochen, ich lasse das jetzt einmal, du das Ding nicht nochmal einstellen. Das heißt also, wir haben Baal, Baal heißt in Gott, das heißt auch im Nichts. Creatio ex nihilo. Weil All ja auch nichts heißt.
Okay, in diesem Ball ist ein Ken. Und dieses Ken wird normalerweise übersetzt mit Basis. Jetzt können wir das griechische Wort Basis uns anschauen, dann wirst du feststellen, dass das eigentlich gehen heißt. Gehen. Mhm. Urgriechisch, altgriechisch. Das heißt eine geistige Eheexistenz, das ist unser Adam. Denke und ausgedacht, das ist eins. Und dann kommt dieses, worauf man tritt, steht im Langenscheid-Etymologiebuch drin. Altgriechisch. Worauf man tritt, jetzt hast du schon tri, hast du hell, dunkel und die Synthese der, der da drüber schwebt, der sich das ausdenkt. Und dann kommen wir natürlich zwangsläufig zu einem Wort Fundament, weil die Basis ist ja auch ein Fundament. Und da haben wir eben dann dieses zigfach erklärte, dieses Fundament, F unter, lateinisch ist es eine Welle und ment, kommt vom mens, mendior, das heißt zum einen sich etwas ausdenken. DN, die geöffnete Existenz, ist das hebräische Wort für urteilen, wenn ich das eingebe. Und Ken ist eben das Fundament. Lateinisch heißt das überlegen, mendior, lügen, die Unwahrheit, Lügen verbreiten, steht im Altlateinwörterbuch drin. Das heißt, ich überlege was, ich lege etwas, ich bin ja im Meer, ich bin immer, ich lege etwas über mich drüber und verbreite Lügen. Jetzt wird es aber natürlich ganz interessant, dass jetzt hier das Wort Basis habe ich hebraisiert. Wir sind bei den Balken, wohlgemerkt, Baal waren wir. Mhm. Wir waren beim Balken. Wenn wir jetzt ins Griechische reingehen, wird es natürlich ganz, ganz interessant. Da heißt im griechischen Neuen Testament steht für dieses Wort Dokos. Und jetzt wirst du natürlich merken, dass man, ich muss das fast einmal schnell eingeben, dass du das siehst. Ich hoffe, dass man das gleich einmal. Ich fange mal mit der Radix DOK die ersten drei Buchstaben an. Das heißt, jetzt erst einmal beobachten, etwas abpassen. DOK aufpassen. Ich will eigentlich dann zu Dokeo. Steht das jetzt für Basis im Altgriechischen? Dokos ist, heißt Balken. Balken, okay. Das ist der Balken. Ja. Okay. Dokeo, das ist also bei Homers Formel, wir müssen jetzt das reinlesen, scheinen den Anschein haben. Okay, dem wirklichen Sein entgegengesetzt. Dokeo. Dokeo ist das Verb. Dokeo heißt scheinen, den Anschein haben, wird dem wirklichen Sein entgegengesetzt. Nochmal, du Heuchler, zieh dir zuerst einmal den eigenen Balken aus den eigenen, den Balken aus den eigenen Augen. Das heißt, in Gott ist ein, ist das Fundament, dass du dir was überlegst und Lügen verbreitest. Dokeo. Dieses Wort Balken heißt auf Griechisch, da kommen wir jetzt dann gleich dazu, heißt Dokos. Ich hoffe, dass wir da nur runterkommen, sonst müssen wir Dokimon. Dokos. Da haben wir den Balken, da steht im Neuen Testament steht Balken. Bist du jetzt dabei? Ja. Okay. Besonders welche die geöffnete Ecke. Welche die geöffneten Ecken des Hauses bilden. Das Haus ist El Hayom, das göttliche Haus. Bi-Ilet, im Kinderweg der Existenzen. Bist dabei? Ja. Bilden, das heißt, die geöffnete Ecke dieses Heimes, les Haim, das Meer, ah, im ja. Kind werden Existenzen erweckt und das Dach tragen, diese Kinder können das Dach tragen, Dach ist ja Gag und Gag 33, das Ausgedachte. Ich könnte jetzt sagen, DR heißt Reihe und die Reihe fängt an zu agen, wenn wir das Englisch machen. Mhm. Eine feurige Lufterscheinung ist es dann auch noch. Aber was jetzt wichtig ist, dass Dokos als Hauptwort, als Verb ausgedrückt ja Dokeo ist. Und dieses Dokeo heißt jetzt hier scheinen, den Anschein haben, dem wirklichen Sein, das rotgeschriebene Sein ist der Geist, der träumt. Du bist der in mir Seiende. Und diese Balken in Gott, diese Fundamente, diese Lügen, die du verbreitest, die sind dem wirklichen Sein entgegengesetzt. Ich könnte jetzt wieder sagen, das, was immer ist und das, was ständig sich verändert, die Wellen, die unteren Baum mit dem Meer verbunden sind, sie, so wie alle Gedanken, die du dir ausdenkst und alle Vorstellungen, was du dir vorstellst, unteren Baum mit dir selbst verbunden sind, mit dem, der sich's ausdenkt. Du bist am Syrienkrieg schuld, du bist dran schuld, dass der Hitler so ist, wie der Hitler
ist. Natürlich ist der immer nur, wenn du ihn dir ausdenkst, und dann wird das so sein, wie du ihn dir ausdenkst. Und das wiederum hängt davon ab, was man dir erzählt hat. Und du bestimmst, wie die Sterne sich da oben bewegen, die immer nur dann da sind, wenn du sie denkst, dann sind sie in deinem Kopf. Zweites Gebot, ich weise immer wieder auf das im Meer, auf das zweite Gebot hin. Mach dir kein Bild von Gott. Wenn wir übrigens das wie der schreiben, dann kannst du schreiben, ein doppelt aufgespannter Gott, wie Ehe. Und der öffnet seine Berechnungen, die R-Runde, das heißt Generationen. Und wenn du das jetzt aufmerksam hörst, auch wenn du das meiste noch nicht verstanden hast, du kleiner Geist, weil du dich eben noch nicht mit den Ohrenbohrungen beschäftigt hast, was du auch in diesem Detailwissen gar nicht tun musst, wenn es nicht auf deinem Film drauf ist. Aber es ist ein neues Weltbild. Ich reiche dir meine Hand, du kannst die annehmen oder du kannst es sein lassen. Und das hat jetzt nichts mit dem Brösel-Uder zu tun, weil was willst du von einem Pixelmännchen erwarten? Ich bin der, der ich bin. Und mein ganzes Spiel beginnt mit dem Buch Ich bin du. So ist das Leben. Es läuft und läuft und läuft. Jetzt sage ich Tschüss, jetzt lassen wir es gut sein.